Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nassau-Challenge. Und ich habe da mal was vorbereitet. Guckst du hier, guckst du weiter. Fast alle Level 27, auf Ram und Lassie hatte ich jetzt keine Lust. Und Firai habe ich mit ins Team genommen, weil ein Abonnent von mir sagte, du unterschätzt den mal nicht, der könnte ziemlich gut werden. Naja, Spezialverteidigung ist echt Bombe. Spezialangriff ist das höchste an Angriffspunkten und Verteidigung, die normal ist auch nicht schlecht. Es hat gelernt während des Trainings. Spiegelcape, Abgangsbund, Zugabe hatte es schon. Und Konter. Naja, mal gucken, was die ganzen Sachen bringen. Es hat auch versucht, sich zu entwickeln, aber ich habe es gestorbt. Knut, wir wollen jetzt aber die Arena machen. Ah, das war falsch. Und ich habe noch einen Tipp gekriegt. Und zwar habe ich mir letztes Mal diese Energiepulver gekauft und so. Und naja, ich habe den Tipp bekommen, denn Goku, hör mal, du solltest lieber Tao Summer nichts davon geben, denn da das ja bittere Kräuter sind oder so, senkt das die Zuneigung. Und da ich ja auch auf ein X-Bad hinaus will, nochmal danke, dass du mir den Tipp gegeben hast. Ich hätte das echt nicht gecheckt. Ja. Moment, ich nochmal abspeichern. Falls nämlich gleich die Aufnahme put ist. Dass ich dann nicht nochmal eins machen muss. So. Kleinen Moment, Leute. So, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt werden wir in die Arena gehen. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champ, denn Goku, die Arenaleiterin von Bad Lavastadt, Flavia, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm mir nicht zu nahe, du verbrennst dich, lösche die Glut mit Wasser und dann besiege sie. Tja, ich habe leider kein Wasser-Pokémon mehr. Okay, da ist sie. Was sind das hier für komische Dinger? Oh je, was ist jetzt denn los? Ah, ein Rätsel. Oh je. Was ist das denn für ein komisches Rätsel? Was soll das denn? Na gut. Hitzkopf Raphael! Raphael ist ja geil. So, Voltenso, Lassie mal Funkensprung, bitte. Und down. So, und jetzt haben wir ein Schneckmack, Bleiben wir natürlich mit Lassie drin. Und geben direkt noch einen Funkensprung. Da, 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 down, down. Du, du. Hey, Level 16, wisst ihr, was das heißt? Das verteilt sich ja ziemlich gleichmäßig. Okay. Hitzkopf Raphael wurde besiegt. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Tja. Und jetzt kommt's. Hey, Firai entwickelt sich. Dun, 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 dun. Hey ho, es ist ein Boingenau. Sehr gut. Wollen wir mal schauen, ob Boingenau was bringt. Kleinen Moment, Leute. So, und weiter geht's, Leute. Ich bin mal gespannt, was Firai so bringt. Was ist das denn? Jetzt komme ich hier nicht lang, oder was? Da komme ich auch nicht lang. Toll. Geil. Wie eine Rakete weggeballert. So, hier ist bestimmt wieder ein Trainer irgendwo. Entweder da oben oder hier in der Mitte. Das ist bestimmt ein Doppelkampf, oder?
Ach, jumpen wir einfach rein. Wird schon schief gehen. Komm schon, los geht's. Ja, ich hab's gewusst. Tja. Ich bin ja nicht ganz so blöd, ne? Das war auch zu auffällig, würde ich mal sagen. Oh oh. Freddy. Und Thorsten. Feuer, Pokémon. Lassie und Ram. Wow. So, wir bleiben mit. Ja, senkt die Angriffspower. Sehr gut. Gut gemacht, Ram. Und Funkensprung gegen Schneggemark. Und ein Fuchtler. Oh, treffe ich beide mit? Es hat überlebt. Bam. Weg. Und jetzt kriegt Kamauk auch noch eine. Ey, das ist ja geil, dass Fuchtler beide trifft. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, oder? Klut. Das bringt nicht so viel. Ich habe den Typ Wasser in... Halt, Moment. Warum hat Fuchtler Kamauk jetzt nicht getroffen? Ich dachte, das trifft beide. Egal. Down, down, down. So, 108, 108 und 216 für 4-3. So, weiter geht's, weiter geht's. Da oder da? Oder ist das ein Trainer? Wenn das ist, ist ein ziemlich doofer Trainer. Ach, egal. Gehen wir mal rein. Oh Gott, was ist jetzt denn los? Oh, noch ein Doppelkampf. Alter! Da bin ich ja genau in die Falle getappt, wa? Wollen wir mal schauen, wie gut die Falle wirklich ist. Kackleon? Kackleon! Du bist aber kacke, Kackleon! Ja. Was ist ein Kackleon für ein Typ? Oh nein, ich krieg einen Anruf! Bis gleich, Leute! Alter, warum verwählen sich die Leute ständig? Das ist ja nervig. So, Funkensprung gegen Kackleon. Kackleon, was ist das für ein Name? Fuchtler gegen Kamaup. Bam. Und es ist down. Ohne einen Volltreffer. Hey. Funkensprung und... Ist das Typ Pflanze? Das sieht so aus, ne? Ja. Macht das zu einem Elektro-Typ? Setz Flammenwurf ein! Was? Was ist das denn für ein Vieh? Alter, haben sie dir in Zirn geschissen oder was? Macht das zu einem Normaltyp, okay? Fuchtler. Ach, das Vieh übernimmt immer die Typen von den Attacken, die ich einsetze, okay? Das ist gut zu wissen. Fürs nächste Mal. Hey, 4er erreicht Level 17. Ja, die Spezialverteidigung ist nicht schlecht. Angriff auf 19 und Spezialangriff auf 23. Ist wohin genau auch noch Typ Psycho? Muss ich mal eben gucken, weil das würde mich schon so interessieren. Und Leute, ich glaube, in diesem Part werden wir die Arena-Leiterin nicht mehr machen. Aber ich sag euch was. Wenn wir die Arena-Leiterin machen, werde ich mir wieder einen Gast dazu holen. Wer das ist, es gibt nur einen einzigen, der in den Arena-Leiter-Kämpfen immer mit dabei ist. Oder meistens zumindest. Ah ja, ich wollte ja Vierreihe angucken. Selbe Bericht bitte. Ist Typ Psycho. Hindert Gegner an Flucht. Mild ist, glaube ich, ein neutraler Typ, deswegen kriegt er auch von allen Punkten immer dasselbe, so in etwa. Alter, der ist Level 17, hat schon 93 KP. Was? Wie geht der denn ab? Klar, Spalboss, Level 27, 71. Alter, hat der so viel KP? Krass. Aber er ist noch nicht stark genug. Ich würde den jetzt schon mal gern einsetzen zum Ausprobieren. Naja, da müssen wir noch mit warten. Das geht noch nicht. Nächste bitte. Ah, noch ein Doppelkampf? Na komm. Ach, nur ein Einzelkampf, okay. Ist ja langweilig.
Ein K-K-K-K-K-Mauf. Oh oh. Pizza böse. Dönerwelle. Ah, ich bin auch so blöd. Das kann doch nicht funktionieren. Setz Tackel ein. Ey, Voltenso, du gehst mir nicht drauf. Haben wir uns da verstanden? Oh oh. Wenn der gleich Dings einsetzt, Intensität, bin ich ziemlich in den Arsch gekniffen. Bitte nicht. Oh ja, genau, und auch noch 10. Ja, Lassie, auf Wiedersehen. Das war's. Lassie ist down. Kann ich euch so schon sagen, das überlebt es nicht. Ja. Ach, leck mich am Arsch, ey. Ohne Scheiß. Ach ja, dieses Spiel hated me. Ja, irgendwie so. Knut. Ram, komm mal raus. Boah, ey, leck mich am Arsch. Ich fass das nicht, ne? Ich fass das ja nicht. Mein Elektrotyp ist jetzt tot. Mein Wasserbodentyp ist tot. Es ruckelt gerade ziemlich. Ich bin gerade richtig angepisst, ey. Oh mein Gott. Sophirei. Jetzt aber los. Es wird Zeit, dass du aufsteigst. Ich sage euch was. Bevor der nächste Part beginnt, werde ich erstmal noch ein bisschen trainieren. Moment, wo bin ich hier jetzt schon wieder? Hä? Oh Mensch. Wie viele Trainer kommen denn hier? Ich werde bis zum nächsten Part Firei weiter trainieren, damit ich wenigstens ein weiteres Teammitglied noch habe und nicht eins, was hinterherhängt. Oh Gott, ist das ätzend. Ich glaube, Konter ist für normale Attacken und Spiegelcap für spezielle, oder? Oder ist beides für beides? Ach, ich habe da keine Ahnung. Mein Gott, nochmal. Siehst du, und schon habe ich keine Lust mehr aufzunehmen, dein Scherz. Klar, wieder Lust, aber irgendwie sackt das schon total. Ach Mensch, ihr blöden Pissnelken, ey. So, wo bleibt die Arena-Leiterin? Piu, wir werden wieder hochgeschossen. Hey. Warte ich hier wieder einen Doppelkampf auf uns? Nee, ein Einzelkampf. So, und ich habe gerade mal ein bisschen Durst, deswegen werde ich jetzt mir einen Schluck genehmigen. Ah! Eine Kämpferin! Midity. Das ist aber kein Feuer-Pokémon. Oh Gott, warum ruckelst du jetzt so? Gib ihm Fuchtler. Ba, 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 bam. Und wisst ihr was? Ich werde mein ganzes Team dann. Oh. Ja, dass das nicht viel bringt, das ist mir bewusst, aber trotzdem. Ah, ich fass das nicht. Du blödes Mistvieh. Und jetzt bin ich auch noch verwirrt. Oh, ich wollte nicht Fucht. Bam, weg. Hau ab. Firei hält 223. Yay. Oh. Alter, Leute, ich sag euch was. Ich werde jetzt alle auf Level 30 trainieren, offscreen. Sobald ich hier mit der Arena fertig bin. Und dann werde ich erst gegen die Arena-Leiterin antreten. Ich muss da rechts rüber. Was heißt der? Und dann der da? Nein, das ist doch falsch. Ah nein, jetzt bin ich wieder am Anfang.
Ah, Gott, ruckelt das gerade. Piu, wieder hochgeschossen. Hey, ho. Ah, verdammt. Was ist das für ein beknacktes Rätsel? Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich auswendig und denken sich, der rennt die ganze Zeit dran vorbei, der Vollidiot. Aber wie gesagt, ich spiele es Smaragd so semi-blind. Ich hatte das zwar schon mal gespielt, aber halt lange, lange ist es her. Ich muss nach rechts. Oh nö. Piu! Wieder nach oben schießen. Team Rocket, so schnell wie das Licht. Ruckel, 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 ruckel. Da bin ich rausgekommen beim letzten Mal. So. Hui. Muss ich da runter? Ah, nein, natürlich nicht. So, dann schauen wir uns gleich mal die Aufnahme an, ob das überhaupt flüssig läuft. Weil wenn nicht, dann wisst ihr ja Bescheid. So, da hoch. Da rein. Und dann... den da. Oh nö, was ist denn das hier? Alter! Leute, ich guck mal eben nach Geschwindigkeit. So wie es jetzt. Noch genauso ruckelig? Ja, so ein bisschen. Naja, da müssen wir jetzt durch. Irgendwie will das heute nicht. Und so viel verpassen tun wir ja sowieso nicht, weil ich hier in diesem Scheißrätsel festhänge. Aber da müssen wir unbedingt den Weg merken. Ich glaube, ich habe noch nicht mal alle Trainer besiegt. Oder? So, gehen wir hier rein. Knut, dann sind wir wieder hier. Und dann gehen wir hier mal rein. Piu! Oha. Links. Och nö. Ah, jetzt hätte ich wahrscheinlich rechts gehen müssen, ne? Ah, Mann! Ah. Leute, ich guck mal eben. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir wieder hier oben. Schauen wir mal, ob wir jetzt den Weg finden. Gehen wir da nochmal rein. Und das war wieder falsch, ne? Oh nein! Oh Mann! Oh, bis gleich, Leute. So, Leute, wir sind wieder mal hier oben. Ich habe versucht, die Einstellung ein bisschen zu verändern. Das sieht nicht viel besser aus. Das heißt, wir beenden den Part auch gleich. So, jetzt gehen wir nicht links, sondern rechts. Was ist das? Hey, wir haben es geschafft, Leute. Aber den Arena-Kampf gibt's im nächsten Part. Also, ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nassau-Challenge. Haust rein, schaust rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.